Wann geht es nach Nordkorea? Ja, wann geht's nach Nordkorea? Gute Frage. Ach, dann geht's nach Kortnorea. Kortnorea, genau. So, war das jetzt da hinten? Nee, da. Okay, ich versuch's mal so. Das müsste reichen. Müsste ist immer so eine Sache. Und es ging reicht daneben. Es hätte gereicht. Unter gewissen Umständen. Hätte, Fahrradkette. Okay. Ist das hier jetzt wieder die ganze Zeit schießen, bis man irgendwann mal versehentlich trifft? Es macht keinen Spaß, im Wasser getroffen zu werden. Macht es überhaupt mal Spaß, getroffen zu werden? Naja, obwohl, wenigstens tut es ja nicht weh, wenn ich hier im Wasser getroffen werde. So, diesmal so und jetzt wird's auch was. Na, aber... Aber hallo. Blub. Leider komme ich jetzt nie wieder hier zurück. Das heißt, wenn das nicht klappt, wie ich das will, dann... Also was im 99% der Fälle so ist, ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Blub. Aber wenigstens kriegen wir den 100-Münzen-Stern. Möchte ich denken. Eine Luigi-Mütze. Luigi. Ich dachte erst, das ist dieses Dings gewesen zum Pegel einstellen, aber nein, es war nur eine Luigi-Mütze. Aber gut, wenn wir jetzt hier schon mal eine Luigi-Mütze haben, dann heißt das vielleicht, dass ich, ja... Aber diese Dinger zum Pegel einstellen, wie ist die mathematische Bezeichnung für diesen Körper? Zwei Pyramiden. Zwei Pyramiden. Ein Rundus. Bums. Eine rote Münze und der Münzstern. Aua. Du. Ja, da hat der Hase was Richtiges gesagt im Chat. Die Witze sind nicht mehr aktuell, wenn sie erst 5 Minuten später bei uns ankommen. Ja, das stimmt wohl. Aua! Jetzt bin ich wieder nur ein Mario. Nur. Oh! Geht doch. Okay, also, da drin ist dieses Ding. Da ist auch ein Stern. Gut, den merken wir uns. Ich glaube, das, was ich jetzt mache, ist hier so das, was am längsten dauert. Und danach mache ich hier alle Sterne nacheinander weg. Einem Rutsch. Ja. Aua! Bumm. Und hopp. So, was ist hier oben? Wenn ich hier lang gehe? Ey. Mal schauen. Ah, hier gibt's wieder einen Pegeleinsteller. Was ist das da drüben? Das ist bestimmt ein Stern. Nein, es ist ein Leben. Auch okay. Gut. Darüber muss ich bestimmt. Ha. Lieber Herr Stuff, wir machen hier, glaube ich, keine politische Diskussion. Nicht? Nein. Sollte nicht. Nö. Ich spiele ja Mario. Der ist unpolitisch. Genau. Was? Er ist im Grunde sogar sehr tolerant. Er ist ein Italiener. Ja, den Witz kenne ich, ja. Von Japanern gemacht. Der springen kann wie ein Jamaikaner, laufen kann wie ein Afrikaner. Ja, irgendwie und sowas. Münzen sammelt wie ein Jude. Nee, ja, aber das könnte man sich auch sparen, aber. Ja, genau. Aber ich glaube, springen wie ein Amerikaner war es, glaube ich, nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die springen können.
Eher, dass er fett ist wie ein Hauer. Boom. Und hüpp. Okay, eine Münze noch. Wo ist die? Haben wir hier nicht wieder irgendwo einen Bob-Omb, der uns das sagen kann? Wahrscheinlich nicht. Nichts in der Dame angebracht. Das könnte ja da irgendwo sein. Na, Moment, dann versuche ich das doch mal über diese Wand. Ach so, dazu müsste ich mich ja wieder in Mario zurückverwandeln. Erst einmal. Gibt's hier überhaupt noch irgendwas, was mir Schaden macht? Ja, das Ding. Mach mir Schaden! Danke. Ja, oder du hängst mit unten her. Stimmt. Auch möglich. Ja. Gut möglich. Also eine leichte Verzögerung gibt es. Ja. Ah! 5 Minuten ist, glaube ich, jetzt nicht. Nee, 5 Minuten würde ich auch nicht sagen. Ich meine, ich habe schon so eingestellt, dass möglichst die Verzögerung nicht zu groß ist. Extra auf Interaktivität ausgelegt. So gut es denn geht bei einem Stream. Du bist kein Herr, hier ist alles eingeschlechtig. Aufgrund der Anonymisierung. Wir sind alle S. Genau. Auch ich. Ding dong. So. Und da wir ja jetzt gesehen haben, wo die ganzen anderen Sterne sind, holen wir uns die jetzt aber im Schnelldurchlauf. So. Okay, jetzt bin ich schon hier, auf der Höhe. Das hilft doch schon etwas. Und hopp. Okay, noch ein Stück höher sind wir. Und wenn ich das jetzt richtig mache, habe ich innerhalb von weniger als einer Minute einen weiteren Stern. Das hebt den Durchschnitt. Naja. Wenn es denn dann mal so weitergehen würde. Und da ist er auch schon. Jawolski. Yes, Sikowski. Da geht man nichts an. Auf YouTube und das streamt der feine Herr. Ja. Bin doch kein feiner Herr. Ich wollte gerade sagen, stimmt doch was nicht. Ja, also. Was glaubt ihr von mir? Kein Gentleman wie Layton. Nein, das bin ich nicht. Nein, nein, nein. Leider nicht. Da muss man ja so immer so nett und freundlich sein. Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch zu Leuten, die man nicht mag. Das ist Layton ja meistens. Auch zu Leuten, die irgendwie hassenswert sind. Auch die so Dinger muss ich ja dann auch noch alle finden. Oh. What the? Ey! Schubst mich nicht. Ha! Das war die Rache. Ja, stell dir mal vor, Mario wäre sowas wie Layton, der müsste ja überall freundlich sein und das geht doch nicht. Ich stell mir die ganzen Textboxen vor in dem Spiel. Na, komm ich bis zu dem Stern? Dann habe ich den Schnitt wirklich mal wieder gehoben. Zack. Ja, aber auf den Vorschlag gehen wir nicht mehr ein, glaube ich. Nein. Aber um es nochmal gesagt zu haben, wir reden nicht über Brüste. Nein. Nein, nein. Wir mögen die nicht. Denn wir sind alle 5 Geheimnisse in Untiefen und Höhen. Okay. Ja, die 5 Geheimnisse, die will ich jetzt finden, alle. Wenn es geht. Gab es hier unten eins? Ist hier unten irgendwo so ein Ausrufezeichen-Block? Oder ist der erst eins höher? Also da, wo ich jetzt angefangen habe. Ein Ausrufezeichen, ist ja dann ein Rätsel.
Ja, und manche von denen sind sogar rot. Okay, hier war gar nichts drin dazu. Also hier war kein Geheimnisding. Okay. Oh, es geht ja doch langsam schneller als vorher. Man gewöhnt sich dran an die beknackte Besteuerung hier. Beknackte Besteuerung? Nein. Beknackte Steuerung. So, Moment. In dem Block war doch aber auch nichts. Also muss ich jetzt woanders gucken. An die Leute, die später gekommen sind, es scheint eine Exilo-Skype-Gruppe zu geben. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist und was auch immer. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist und was das soll. Klärt das unter euch. Da gab's auch nichts. Schade. Die sagen da bestimmt so Sachen wie, oh, der ist ja schlecht, ne. Oh, was macht der denn da? Kann ich viel besser. Ah! So, also man soll Geheimnisdinger finden, aber wir haben noch nicht mal annähernd 5 irgendwo gesehen hier. Also ich weiß, hier ist glaube ich 1. Ja, da ist 1. Da stand doch irgendwo. Richtig. Das hat uns ja schon mal geholfen, dass da sogar eine 1 dabei stand. Ah, das Ding da könnte noch 1 sein. Also, könnte dann 2 sein. Der hat bestimmt nasse Hände und kann sich deswegen nicht festhalten. Nein. Ah ja, das ist nur die Bedacht beim Spiel. Bla 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 bla. Okay, ja. Nummer 2. Block Nummer 002. Nummer 2. Mit O. Mit Barber. Das klingt gut. Nach getaner Arbeit dann ein schönes, kühles Orba. Was waren die anderen Geheimnisse? Wenn das noch jemand wüsste. Fehlen noch 3 Stück. Oder nicht. Klingelung. So. Da konnte man Geheimnisse auch anders auslösen. Ich versuch mal was. Nee, die Tipps kommen nicht zu spät. Das braucht hier eh noch ein bisschen. So, versuchen wir es mal. Okay, das sah erstens mal schlecht aus und zweitens hat es nicht funktioniert, wie es sollte. Nehme ich mir erstmal den anderen vor. So, und... nein! Ach komm. Ach komm, 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 komm. Na, okay. Aber da kam jetzt keine Zahl mit raus. Dann probiere ich den anderen trotzdem nochmal. Ich bin mir echt nicht sicher. Ah! Drüber gesprungen. Tu was dagegen. Ich vor allem. Ja, du. Da kam auch keine Zahl mit raus. Oder sag mir nicht, die anderen Geheimnisse sind auf der anderen Seite. Der anderen Seite. Ja. Auf der... Im Jenseits, du weißt schon. Am anderen Ufer. Haha, wenigstens habe ich was kaputt gemacht aus reinem Frust. Haha. Haha. Hier ist aber nix. Oder sind die etwa... Also es gibt Ausrufezeichenblöcke und rote Blöcke, die man verschieben kann. Stimmt, es gibt welche, die man verschieben kann.
Ah, ja, jetzt glaube ich, weiß ich es dann auch wieder fast. Gut, gut, danke für den Hinweis schon mal. Und ich probiere es mal mit diesen Blöcken, die wegzuhauen. Aber ich glaube, das hatten wir ja schon mal, die hatten wir schon mal und da kam nichts bei raus. Nö, aber trotzdem, mir ist es lieber, wenn sie weg sind. Kam nichts bei raus und nichts bei rum. Nee, gar nicht. So, dann ist hier ja irgendwo... da nicht. Die auch spuckt, Königin, ja, die kenne ich. Hm, wie kann man die verschieben? Kann man das Ding auch verschieben?